Hallo zusammen, der Rolf ist in der PvP-Zone Thistlewood und ich würde gerne mal, ich sehe das nicht genau. Da ist irgendein Shit. Da kann man sich was verdienen. Dann gehe ich mal hin. Ich hoffe, ich überlebe. Und nebenbei brauche ich ja noch die Rohstoffe für meine cooleren. Oh shit. Für meine cooleren Waffen. Ach, wisst ihr was? Die Schnauze kriegt er. Du machst hier keinen Spruch. Oh, der haut aber gut rein. Naja, gut, ist ein Bär, ne? Sollte er auch. Ein halbes Leben macht er mir weg. Muss ich natürlich sofort wieder heilen. Falls jemand vorbeikommt. Aber da bin ich sowieso verloren. So, hier. Ich hab doch. Ich kann die nicht tragen, weil. Wegen Rüstung, ne? Genau. Das muss ich erst weitermachen. Schade. Ich habe nämlich ja noch von diesen Dingern genug. Da könnte ich mir schon mal ein bisschen was an besserer Rüstung besorgen. Ja, dann schlage ich mir jetzt hier mal die Viecher um die Ohren, aber es sind hier nicht viele da. Da ist nochmal so ein kleiner Teddy. Ja gut, dann gehen wir nochmal ein. Ach, hier ist er umgefallen. Das sieht aus. Was ist das denn? Moment. Alles klar. Ich habe erst. Oh nein, ich habe erst die C2-Sichel. Damit kann ich das gar nicht abbauen. Also, ihr seht, wenn man in Albion Online alles alleine machen will, muss man echt da Zeit reinstecken, weil man alles Mögliche ja. Ne? Selbst erhöhen muss und Zeug und. Dann nehme ich jetzt hier wenigstens den Flachs mit. Ich glaube, wenn ich jetzt zurückgehen würde in die andere Zone, hätte ich das relativ fix zusammen, die 10.000, die ich brauche. Aber das machen wir jetzt nicht. Ich habe auch noch kein Pferdchen. Könnte man eigentlich auch mal forcieren. Ja, aber zum. Wahrscheinlich haben sich hier wegen dem PvP die Anzahl der feindseligen Kreaturen ein bisschen zurückgefahren. Da drüben ist ein Hellgate. Könnte man natürlich auch mal hingehen. Aber alleine mache ich da ja sowieso nichts. Sind wir gleich vollgeladen mit Flachs? Ich glaube nicht. Zur Not schmeiße ich die T2-Steine weg, aber das ist auch nicht viel.
Das wäre eine neue Baumklasse hier. Nö. So, was ist das denn da in der Mitte? Das sieht hier nach einem Point of Destination aus, deshalb gucken wir uns das jetzt mal an. Zur Not laufe ich halt mit F einfach weg, ne? Die Bäume gefallen mir, obwohl es halt nur stinknormale sind. Hallo, ich bin durch. Jetzt müsste ein Übergang kommen, da ist einer. Alles hier verzaubert, alles besonders und ich kann wieder nichts. Oh, was ist das? Ein cooler Baum. Merkt schon, dass der Eber deutlich weniger Schaden macht als der Bär. Was ist das? Dich nehmen wir noch mal mit. Da wäre noch die Rüstung irgendwie hochkriegen müssen. Zu langsam. Wo ist dieses Haus? Wie? Was soll das denn jetzt? Und das geht so in die Hose, was ich jetzt hier mache. Egal. Stehen da gleich die Leichen auf, passt auf. Nee. Coole Sache. Und das is ist es jetzt hier, oder wie? Das ist das? Das ist das? Dann gucken wir uns trotzdem nochmal das Riesengebäude an. Rülpsende Bär. Oh, das ist schon wieder weg. Bloß hier an diesem Ufer, an dem östlichen, sag ich mal, gibt es keine Brücke. Das wäre es ja noch. Ach, Leute.
Aber PvP-mäßig nichts los. Gucken, ob wir vorbeikommen. Nein, kommen wir nicht. Also 9 von 10.000 haben wir gleich. Bleib mal auf dem Weg jetzt, oder? Ich meine, vielleicht reitet mal einer an uns vorbei. Aber er wird ja sehen, dass wir klein sind. Vielleicht lässt er uns erleben. Aha, das Gebäude hatte ich jetzt zum Beispiel nicht auf der Rechnung. Was habe ich überhaupt für einen? Ja, ich habe den Platten nochmal. Alles klar. Also die Größe der Gebäude täuscht manchmal. Gebirgswand. Okay, Eisen. 18. Braucht man nicht. Ups. Okay. Alles klar. Da seht ihr das Rote? Es ist so eine unsichtbare Wand. Ich komme nicht durch. Ich weiß nicht, was es ist. Ihr wisst, was es ist. Deswegen wäre es voll nett von euch, wenn ihr mir das mal erklären könntet. Ist das jetzt für eine Party? Ist das für ein bestimmtes Level? Ist das eine Instanz? So, das hätte ich nämlich mal gern gewusst. Ich mache mich auf den Umweg jetzt zurück nach Hause. Und zwar gehe ich jetzt hier raus, unten rechts. Und dann müsste ich ja theoretisch unten links weitergehen, um wieder nach Hause zu kommen, nach Brinkwood. Das probieren wir jetzt einfach mal. Und wahrscheinlich, oder vielleicht überleben wir das ja sogar. So, sind wir über 9000. Easy. Voll sind wir auch, deshalb lasse ich den Flachs jetzt stehen und den Bären auch. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.